So, wir sollten wieder ganz normal da sein. Man kann hier eine Fight-Musik und es geht direkt los. Okay, ja. Jetzt habe ich mich nämlich gestern noch gefragt, habe ich nicht drauf geachtet, ob wir unsere Skill-Points resettet haben. Haben wir nicht. Who's the riddle must requested by the female student in classroom answer his riddles? Sind wir schon fertig? Oh, das sind wirklich alle Quests, die es gibt im Spiel. Oh, das sind ein paar. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in Velvet Room. Und wir fangen heute direkt an mit Personas Fusen. Moment. Nee, check. Nee, Moment. Compendium Register Personas. Kubach. Yes. Angel. Izanagi. So, da haben wir die registered. Mal heute Fusen gehen. Fusing Forecast. Kriegen heute keinen Bonus. Morgen wird mal Kunda geerdet kriegen. Use Ghoul und Orobas. Okay. Könnten also einen Normal Fuse machen oder einen Triangle Fuse machen. Was ist denn ein Triangle Fuse? Da könnten wir zum Beispiel Ukobot, Slime. Und können wir Slime eigentlich nicht machen? Result. Sendri. Archangel. Ukobot, Slime, Angel. Gibt es einen Archangel? Mit Pixie gibt es auch einen Archangel oder einen Eligor. Kriegen wir mit dem Dreier irgendwas anderes raus? Mit Angel machen? Ah. Wir kriegen vor allem keine Level 11 Viecher raus, aber Level 11 können wir eh nicht benutzen, wir sind erst Level 9. Von daher wären Dreier-Fuse, glaube ich, echt nicht so smart. Apsaras? Weil wir Apsaras schon haben? Achso, weil wir Apsaras schon haben. Hätte uns sogar das Leben schon besitzen, okay. Moment, das ist ein Apsaras. Level. Müssen wir unten relativ weit sein. So, beim Izanagi Level 5. Ukubach, Angel, Apsaras. Change Display. Ah, Magus Personas. Ach so, Apsaras war das, das ist Rakunda. Decrease one full defense for 3 turns. Das können wir morgen. Das ist ein Healer. Healer Buffer. Weak gegen Feuer ist halt immer Wasser im weitesten Sinne. Hat auch wieder blau. Weak gegen Feuer, natürlich. Den Bash Evil Touch mit 4 ist eigentlich schon ganz geil. Aber ich Slime kann ich gar nicht. Warum kann ich den Slime nicht registern? Also, der ist aber registriert. Slime ist registriert, okay. Pixie. Lernt Mipatra. Displays Panic 4 and Rage Party. Oh. Das ist 1L, das ist alle. Der Pixie könnten wir schon wegschmelzen. Zusammen mit Apsaras vielleicht. Angel würde ich gern behalten, weil es Wind ist. Also Wind Damage. Izanagi Elektro, Ukubach Feuer, Wind Damage. Dann haben wir hier schon drei Elemente. Und Light Fist Damage to 1 vor. Und hier haben wir halt das 4 deren. Von daher würde ich mal sagen: Use Personas. Use. Kannst du searchen? Well then, allow me to explain how to fuse personas via the search feature. Should you use this feature, I will tell you which personas can be created using the personas you currently hold. If you are unsure of your skill in fusing personas or simply wish to create strong ones, you will find the search function useful. You may also heed the voices that trickle in from other worlds to find out which personas are most effective. You may learn much from such results. Use the fusion search to see what other players are fusing.
If you would like to use this function, press the voice button. Okay. Izanagi Angel. Angel Slime Pixie. Ouroboros. Dann sehe ich aber nicht, was der kann. Slime Apsaras wäre auch ein Ouroboros. Oder ein Ukubach und ein Angel. Hier würde ich nur Slime verlieren und Apsaras. Das wäre für mich auch relativ okay. Priestress. Saki Mitama. Das ist aber Level 11. Das kann ich mir nicht viel. Izanagi Pixie Apsaras. Pixie und Apsaras sind die, die weg können. Izanagi finde ich halt ein bisschen doof. Ukubach, Izanagi, Pixie. Ukubach will ich eigentlich auch nicht. Ukubach und Izanagi sind eigentlich zwei, die ich nicht wegmachen will. Izanagi Angel will ich eigentlich auch nicht wegmachen. Izanagi Apsaras Hero. Herofant? Omoikane, Queen Map. Level 25er kann ich hier machen. What? Lovers. Ukubach, Pixie, Apsaras. 2 hours later. Komm, mach mal einen Sandman jetzt hier. Mit Pixie und Apsaras mache ich eh nie was. Und wir haben einen Essling Rank 2. Let's go. Kriegen wir hier noch was. Don't shoot. Was? Please choose the skills you would like. Dispels, Slide Restores 1 HP, 1 Allies HP, Dispels, Panic, Fear and Rage. Ich habe den Dispel noch nie wirklich gebraucht. Also vielleicht für 4. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar mehr Dispels. You are rank 2 in the corresponding social link. A small amount of power should be granted on its creation. Is this persona acceptable? Ja, wir machen jetzt mal einen Sandmann, yes. Es ist weak gegen Elektrizität. Kam ein Sandman raus. I am Sandman. I guess I'm going to be troubling you for the time being. The strength social link infuses Sandman with power. Nice. Ja, da haben wir nochmal ein Level abgekriegt. Sandman has leveled up. Freezed alles und gelandet durch Skullcracker, wa? Cool. Okay. Persona Sandman has emerged from the sea of your soul. Achso, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was brauchen wir für Valkyrie. Aber wir können doch hier zum Check Compendium. Wir haben jetzt. Oh. Registered Personas. Wir haben jetzt Pixie und Apsaras. Wir müssen wiederholen. Summon. Können wir einfach Valkyrie erstellen. We don't have enough room zusammen. Oh no, ich brauche Raum dafür. Das habe ich jetzt nicht im Blick gehabt. Ouroboros, Apsaras, Sandman, Ouroboros, Angel. Angel, Apsaras, Kuthis. Moment. Slime und Sandman würden Ouroboros ergeben. Das heißt, ich könnte Pixie mit Ukubach zu Kuthis machen. So viel zu Valkyrie, by the way. Das ist ein Triangle, wäre Slime, der. Ein Oberon. Ich bin. Also, holy shit, ist hier viel. Und dass ich nur 6 immer dabei haben kann, das hatte ich nicht so im Blick. Dass ich nicht irgendwo. Das Einlagern ist quasi das Registrieren, ne? Archangel ist Justice. Das ist wahrscheinlich aber die Weiterentwicklung von Angel, vermute ich mal. Tetoe Queen Map. Anzu, Hero, Justice. Sandman. Oberon, Pixie.
Da wird man doch irgendwie noch. This will display the 5 most popular fusions available to you from among all players who are connected to the network while playing. Your own fusion will be added to this data as well, and your choices may become a guide for other players. If you would like to close this, press the cancel button. So, Archangel, Orobas, Kusis. Kusis sehe ich ziemlich häufig, Orobas sehe ich ziemlich häufig. Orobas und Kusis sehe ich super häufig. Wenn ich Orobas mache, aus Ukobach und Angel, habe ich weiterhin Feuer. Let's go. You would like to pass on. Achso, er kann Feuerskill jetzt. Light Wind Damage. Makes one foe panic. Panic 4 decreases one foe panic boost. Increases the odds of inflicting panic. Eigentlich finde ich Paniken gar nicht so doof. Panic und Panic Boost. You are rank 2 and the corresponding social link. A small amount of power should be generated in this creation. Is this persona acceptable? Yes, let's go. Es erinnert mich tatsächlich sehr, sehr viel an ein Spiel, was ich früher gespielt habe, nämlich Zanzara. Nur, also von den Designs her, von den Monster-Designs. I am Orobas. Very well. You shall have my strength at your disposal. Fusion Social Link infuse Orobas with power. Warum ist das Pferd eigentlich ein Magier? Kann ich das wieder erklären? Strength is increased, Agility has increased, Luck has increased. Terrica Slap, Dodge Ice. Person Orobas has emerged from the sea of your soul. Die werden, glaube ich, automatisch auch registriert, ne, wenn ich die das erste Mal mache. Jack Frost, Oberon, ist wirklich wieder ganz andere zur Option. So, jetzt kann ich natürlich das Compendium checken. Und mir zum Beispiel Pixie wiederholen oder sowas. Ne, Absaras war es vorhin. Wo ich glaube ich Valkyrie mitmachen wollte. Hab ich jetzt einen Valkyrie wieder? Oder war das jetzt durch? Valkyrie. Orobas, Absaras. Sandman, Pixie, Absaras. Sandman will ich aber eigentlich behalten und Orobas will ich eigentlich behalten jetzt. Was ist eigentlich, wenn ich mir eine Karte nehme für eine Persona, die ich schon habe? Die kann ich doch hier nicht benutzen zum Freezen for free. Zum Fusen for free. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei schon mitgenommen, die ich mehrfach hatte. Slime, Pixie ist ein Absaras. Triangle, Slime, Pixie ist ein Sylph. Level 11. Slime ist erst Level 2. Wir lassen das, glaube ich, erstmal so, wie es ist. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Problem ist ein bisschen, dass ich, glaube ich, jetzt heute rausgehen muss, weil ich habe, glaube ich, keine Items mehr. Vanish Bowl, Revival Beats habe ich noch 5-mal. Physical Mirror. Briefly raises the entire party's attack, Diamond Shield, briefly raises the entire party's defense, chest key, ja, glass key, a key obtained at Yukiko's castle, magic cross, jede Menge, wir haben schon einiges geschafft, aber ich habe halt auf Yosuke 0 Skill Points, auf Chie noch 10, auf mir 37, wo ich mir 100 gegeben habe. Ist halt ein bisschen blöd. Der ist ein bisschen blöd. Warum kann ich die eigentlich benutzen? Das ist doch Quatsch. Das ist Evil Touch. Achso, das ist 4. Das ist halt ein bisschen. Aber die ist zumindest jetzt mit 3 Skill Points echt wenig geworden. Gefühlt. Tja, ich weiß nicht so richtig.
Aber den Bossfight schaffe ich doch jetzt nie und nimmer. Würde ich behaupten. Weil ich auf jeden Fall erstmal mit dem ganzen Rumgemache, was wir hier getan haben. Ich glaube, ich würde es für heute erstmal dabei belassen, mich regenerieren und nochmal wiederkommen. Ich hoffe, das darf ich. Kannst du mir... Oh no, isn't she... Kann einer von euch mir den Forecast sagen? We are the only ones who can save you, Kiku-san. Leave it to me, show you the way. Search for Kiku, never mind. Ich glaube, Samstag habe ich aber theoretisch wieder Club-Dingens gedöns. Da darf ich es nicht. Und ich glaube, Sonntag regnet es schon. Wir gucken mal. Quit exploring. When you stop exploring and leave the TV world, night will fall. You can fully recover HP and SP by resting at home. Go back. Yes. I see you later, bye bye. Was sind hier? Voice. Studied at home. Read at home. Wie kann ich denn zu Hause lesen? Wie kann ich denn zu Hause lesen? Bin nicht ganz verstanden. Nothing catches your eye. Also ich will heute schon mich eher ausruhen, glaube ich. Leg ich mich einfach ans Bett. Kann ich aber hier... Weather Forecast. Wir haben noch ein paar Tage. Montag und Dienstag haben wir immer noch. Bevor es wahrscheinlich irgendwann gegen Donnerstag, Freitag neblig werden könnte. Also fast noch eine Woche, um sie da rauszuholen. Und in der Woche passiert auch nichts Großartiges. Shower Day ist hier erst. Von daher denke ich, sollte das vollkommen fein sein. Seems like a comfortable place to sit. It might be a good idea to read here if you have a book. Ich hab kein Buch. Ich weiß nicht, ob ein Buch kaufen müssen, wa? Go to sleep. Wir gehen heute mal früh schlafen. Komm, mal sehen, was da passiert. You dream that you were comforting a crying Yosuke. Your relationship with Yosuke has intensified. Okay. Einfach mal relationship intensified. You overhear students talking. Hey, did you hear? There are some part-time jobs listing on the town bulletin board now. So I wish there was one that would let me make some quick cash. I don't think you have the diligence to handle a job that takes a lot of time. That's so mean. Diligence is Disziplin, oder? Maybe I don't, but I bet I'll be more diligent if I get a job. Ah, okay, man kann also Diligence damit erhöhen, wenn man jobbt. Bet you wouldn't do too well with a job where you have to work with others because you lack understanding. Okay, das kann also auch noch sein. I don't need to work since I'm focusing on my studies. If my grades are good, I might be able to string a raise in my allowance. That's cheating. I wish I was born into a rich family so I didn't need a part-time job. Or if I knew someone nice enough to buy me anything I wanted. I don't think that would have been so great. There's someone like that at our school too. Huh? Hm. Wer ist das denn? Die spielt doch mit sicher noch eine Rolle später. Well then, I'll begin my lecture on the Age of Discovery, which occurred between the 15th and the 17th centuries. Many types of vegetations were introduced to Europe during this era. Among them, tulips from Turkey deserve special attentions. Gardening for pleasure was becoming popular, causing the price of tulip bulbs to rise. It was the world's first economic bubble incident, tulip mania. Along with the South Sea bubble and the Mississippi Company, it is said to be one of the biggest bubbles in European history. Hey, Mr. Hanamura, wake up. What was the first economic bubble incident in the world? What? It happened, what this economic bubble she's talking about. The tulip mania.
given the answer you think is correct. So you were actually listening. Yes, it was tulip mania. Tulip bulbs imported into Holland became extremely popular and prices jumped dramatically as a result. At its highest, a single bulb was worth the price of a luxurious house. What?! However, once the bubble burst, price fell once again and the trade cities in Holland were thrown into confusion. Mr. Hanamura, do take care to not let that snot bubble of yours burst, or you may also be thrown into confusion. I'm not making snot bubbles. Anyway, I was right, wasn't I? But yeah, thanks, Ben. I have to stay awake for the next one. Yosuke appreciates you. You feel you've become a little closer with Yosuke. Your expression has increased. Sehr schön. After school. So heute habe ich, Samstag habe ich wieder Clubaktivitäten. Fog will come after several days. You recall hearing about bulletin board with a part-time job offering on the shopping district. Maybe you should see what jobs are currently accept application. Nö, will ich eigentlich nicht. Oh. Yo! Wanna head over to Teddy's? Looks worried. Will you go to save Yosuke? We go yep. Later on. Don't forget to ready up. Ich glaube, das ist wirklich lange auf mich warten. Oh, hier ist noch eine Quest, oder? Yo! Hey Ben, you're going to practice, right? Since you have Sandman, a persona of the Strength Arcana, you two might get along well. You feel your relationship with Ku isn't ready to advance yet. Isn't ready to advance yet. Will you attend basketball practice this afternoon? Isn't. Rank 2. You will discover personas with an affinity for the strength account. The powerful rational personas. You can see the power of the persona of strength. Valkyrie. Titan. There is still power hidden within. You feel your relationship with Ku isn't ready to advance yet. Will you attend the battle? Soll das mir jetzt aussagen, dass es Quatsch wäre, da hinzugehen? Oder soll es jetzt aussagen, es wäre sinnvoll, da hinzugehen, damit man mehr gehen zu Practice? Who looks happy? Agami Hyajim, you gave it all your basketball practice. Your diligence has increased. You feel your relationship is going to become closer soon. Evening. Welcome back. Echt viele Speicherpunkte in dem Spiel. Holy shit. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, wir könnten uns jetzt rausschleichen. Und dann einfach zum Shopping District gehen und jetzt nach den Part-Time-Jobs gucken. Wäre doch sinnvoll, oder? Was seid ihr denn? Okay, das ist das, was wir schon hatten mit dem Boss und der Bar. Das ist nicht hier, Bulletin Board. Der Server Job Opening posted. Hey, working a part-time job will earn you money. You may be able to increase your knowledge, diligence, understanding, expression or courage by taking a job. When these various qualities reach certain points, you may unlock quests, meet new people, or earn a raise. What do you want to read? Envelope Constructor Translator? Origami Crane Folder? See others. Envelope Constructor. Courage ist halt das, was ich brauche. Translator? 1500 plus Yen, some knowledge required, perfect for raising expression. No. Envelope Constructor, 1000 plus Yen, good for raising diligence. Take this job, no. Origami Crane Folder, 0 Yen, volunteer, some diligence required. Definitely raises understanding. See others. Assistant Daycare Caretaker. Montag, Freitag, Samstag. Understanding required, 4000 plus Yen. Daily Salary 4000 plus? What? Not raining.
Das kommt dann mit unserem Club am Samstag in Konflikt. Wir haben Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir Clubaktivitäten. Trends. Ach, komm mal, ich will das mir angucken. Some knowledge required perfect for raising expression. Expression ist wahrscheinlich unsere Haltung, unser Auftreten. Das wäre das nächstbeste. Was ist denn das hier eigentlich? Ayati Steak Boy will not leave with an empty stomach. Finishing this dish will raise your understanding. Oh, dann machen wir halt. Wir essen mal für Understanding. Central Shopping District Chinese Dinner. Ah, ja. You ate the steak bowl. No matter how much you eat, the bottom of the bowl seems as far away as ever. You feel like you must have eaten an entire cow by now. However, because you ordered it, you continue pushing food down your throat until it is all gone. You have relayed the limits of your stomach. Your understanding has increased. Ah, ja, thank you so much. It'll be 800 yen. After finishing your meal, you went home. Oh, dann ist direkt durch. Das hatte ich nicht mehr im Blick. You have the day off from school today. The fog will come after several days, okay. What would you do? Okay, wir haben einen Tag frei. Yeah, hello, it's Ko. Ah, you're bored, let's hang out. I call up Daisuke 2. How that sound? Das hört sich cool an. Okay. Don't forget, okay? You made plans to go out. Okay. Heißt es aber den ganzen Tag oder haben wir jetzt Vormittag und Nachmittag? Okina Station. Pay me with Ku and Daisuke. I haven't breathed air this bad in a long time. Wow. I know what you mean, I can't relax here. How about you, Ben? Do you prefer urban places like this to more rural towns like Inaba? Ich mag Inaba, glaube ich. Is the town you came from as backwater as Inaba then, Ben? I bet you had way more to do than go to June's, though. Hey, I like June's. It's super convenient and they've got, like, everything. That Yosuke dude is hilarious, too. Huh? What does Yosuke have to do with anything? Also, now that I think about it, aren't you friends with him, Ben? The four of us should hang out sometime. Klar, warum nicht? It promises to be an entertaining day. Your free relationship with Ku and Daisuke is becoming closer soon. You spend the day with Ku and Daisuke. Okay, ich bin instant of evening. Okay, ich habe nur einen Slot am Tag. Ich habe nicht zwei Slots. Das zackt natürlich ein bisschen. Aber jetzt haben wir eine blöde Frage, wenn ich jetzt hier zurückgehen kann. Und jetzt, ist bei der Riverbank eigentlich irgendwas anderes geworden? Wo ist immer noch der Hund? Shopping District. Ich glaube, da hat sich auch nichts verändert, weil wir haben nichts erreicht. Achso, kann ich hier Mary rausnehmen? Check on Dwellers. Mary's request. Huh? You came, but you're late. Apparently my existence is wavering, so I can't go outside. I don't know what that means, though. Talk to me later, okay? Seems Mary can't go out right now. You should come back later. Okay. Dann halt nicht. Dann müssen wir mit Mary, glaube ich, sprechen, wenn normaler Tag ist, wa? Und nicht abends. So, was kriegen wir heute für ein Essen? Oh! Hm? Ben-kun, perfect timing! Do you mind if we talk for a bit? I get all anxious when I'm back home. I know I have to stay calm, but still. By spending time in the shopping district at night with those you have formed social links with, you can become even closer to them. But keep in mind that the social link cannot progress to the next rank at night.
since your time is limited. You only have so many days to develop the bonds you form in Inaba. At night you can become closer to those who social links you wish to develop and then take them to the next rank during the day. It seems Chi is having a hard time calming down. Talking with her and relaxing may be a good idea. Since you have Slime, a persona of the Chariot Arcana, you feel you could come closer. Na gut, machen wir das halt. Yeah. Seems happy. Dann mach mal Chi happy. Come on! I bet you don't know much about this place, seeing as how you just transferred and all. Well, there's not much to know. The only thing I can think of is how much nature we have here. But the people are really nice. Like, if you lose your wallet, it'll definitely come back to you. And if you are ever in a fix, you can always count on me. Where do you like to eat? What should I do at night? Is there anyone you like? Aha. Huh? Me? Is this something you suddenly ask a lady? Questions like those are off limits. I plead the fifth. She seems embarrassed. Most restaurants here close real early, but Aya stays open late. I keep getting lured in by the delicious smells from inside. You enjoyed your idle chat with Chie. You feel your relationship with Chie has grown stronger. You feel your relationship with Chie could become stronger soon. Okay, jetzt müssen wir sie am Tag treffen, oder was? Or have you been talking? I got so caught up in the conversation. Oh yeah, I want you to have this. From me to you. You receive Dr. Soul Neo from... Okay, das ist so ein Fünfer Skill Point Ding. That's my number one recommendation, lady. You should try it. Well, I'm going. Apropos, wir könnten noch ein paar davon. Oh nein, shit, können wir nicht. Wir hätten noch ein paar kaufen können davon. We went home. Das sollten wir, glaube ich, tun, bevor wir reingehen das nächste Mal. You overhear two students. The cultural clubs are accepting new applications starting today. You're welcome to join even if you're already in a sports club. Which culture club should I join? You're going to join a sports and the culture clubs? Aren't you going to end up half-assing both of them? Ouch, you don't have to be so harsh. I mean, I put some thought into this. Studying and grades are important, but I thought I should join a club and improve my personal skills. Oh, then you... Do you want to join our club? If you're serious about it, we'd welcome you. Gotta get ready. What? I beg? What? Da hat jemand wohl seine Sachen vergessen. Yo! Morning! Hey, have you been checking the weather report? It's not gonna be good by the end of the week. Will there be any fog? I'm not sure. Let's save her. Okay, aber ich brauche halt ein bisschen... Eigentlich brauche ich ein bisschen Items. Ich brauche ein bisschen Heilung und ich brauche ein bisschen Skill-Sachen. Good morning today. I'll have you run so much you will have sore muscles. Don't look so sad. Everything requires muscles after all. Why am I going to make you run until you are sore? Because that's how your muscles grow efficiently. Hey, Line. Answer this one. What's it called when you gain more muscles after getting sore through exercise? Overgrowth, overcompensation, overexertion? What is it called when you gain more muscles after getting sore through exercise? Also wenn du Muskelkater kriegst, wie ist es genannt, wenn du dann mehr Muskeln kriegst? Was ist ein Overexertion? Overexertion. Exertion ist doch was anderes, over? Überanstrengung. Würde ziemlich passen. Am Overgrowth. Überwucherung oder Overcompensation. Das ist, glaube ich, ziemlich straightforward. Überkompensation, Überentschädigung. What is it called when you gain more muscles after getting sore through exercise? Ich würde ja sagen Überanstrengung, aber wahrscheinlich meine ich Überkompensation.
Oder? Also Overgrowth mit Überwucherung würde ich ausschließen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen Overexertion. You gave the answer you thought was right. Oh, Lion, I wish you were more interested in muscle. The answer is overcompensation, remember that. You rest for a couple of days after getting muscle soreness, you will have more muscle than you started with. If you use this to your advantage, you can gain muscle condition. Okay, also Überanstrengung ist das, wovon man halt das, ne, wovon man Muskelkater kriegt und nicht, wie es dann zusammenhängt. Okay. Now, enough jibber jabber, I'll have you run until you are sore. Forget about your other classes, just run. Work hard, you can do it, hahaha. Your answer was incorrect. Düdüm. Kein Bonus für korrekte Answers. The fog will come after several days. You recall being told that you can join a culture club. Maybe you can find out how to join the faculty office. Verkehrt rum. Meine, wo war denn das Office? Ist da hier, wa? Nee. Da. Faculty Office, maybe you can acquire joining a club. Go and set up some good clubs. You want to join a club? Oh no, I know what you are really after. You're just trying for girls, aren't you? Admitted. Jetzt haben wir alles schon. Find yourself getting lectured. So, still want to join a club? Ask about cultural clubs. Cultural clubs, you'd better not be interested in them just so you can meet girls, mister. Join either the drama club or the band. Both clubs meet on the ground floor of the practice building. Go find them yourself. Before you go, the cultural club meets on Monday, Tuesday and Thursday. Moment. Monday, Tuesday and Thursday? Moment, what? Moment. Monday, Tuesday and Thursday, aber das überschneidet sich doch mit den Sportclubs, oder? Bin ich gerade doof. Ich glaube, ich würde einfach beim Sportclub bleiben. Wenn ich das in den Kulturclub gehe, wobei ich wahrscheinlich dadurch bestimmte Sachen nicht freischalten kann. Ah, das zackt doch. Komm zu, ich habe keine Zeit für alles, ja. Clubs will be recruiting new members. Aber ich will eigentlich auch mich trainieren und Dingens retten und so. Ich mache hier keine Cultural Clubs, sonst fragen mich die Leute immer nur, wo ich bleibe. Und eigentlich will ich ja langsam mal irgendwie in die Welt rein und hier Sachen kaufen und sowas. Vielleicht brauche ich eher einen Job, um Items zu kaufen. Das ist, glaube ich, für mich wichtiger aktuell. Yes, leave school. Central Shopping District. So. Dann können wir hier die Sachen verkaufen. Materials. Sell, weil wir können gleich mit denen eh nichts anfangen. Okay, jetzt hat er was Neues gemacht. By the way, it has been helped on a credit for testing piece. Plump Hot Puri in added. Ich will auf jeden Fall jede Menge Kohle alles. Ja, alles mitgenommen haben. So. Buy Weapon. Ich glaube, eine neue Waffe kann ich mir nicht kaufen, ne? Ich kann chillen, dann kann ich neue Sneaker kaufen. Er hat schon die gute Waffe. Buy Armor. Er hat noch keine Chainmail. Bring die Defense hoch.
Evasion machen wir eh fast nie. Yes. You want to sell the t-shirt was previously equipped? Yes. So, jetzt haben wir hier die Chainmail. Chi hat auch schon eine Chainmail. Buy accessory. So, Plum Potpourri. Increase max SP by 10%. Increases Magie. Increase Endurance. Ich weiß nicht, wofür die Stats einfach sind. Increases Strength. Ich muss mal Strength, das ist irgendwas mit physischen Sachen. Max HP. If I only had more golden clothes, I'd be able to make a new type of weapon. Okay, wir müssen also irgendwo goldene Klamotten herkriegen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. So, hier gab es nur Tofu, ne? Wo war denn der? Ist hier? Ja. Welcome, Boy Items. Medizin ist nicht so das Ding. Dizzy, Vanish Ball, Firecrack, Ice Cube, Pinwheel, Ball Lightning. Das ist Quatsch, das ist nicht so, was ich suche. Das ist halt. Können wir drei Medizin mitnehmen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Ich wollte eigentlich Sachen suchen für Skill Points. Aber da gibt es echt wenig, wie man Skill Points regeneriert. Zum Kauf. Gesundheit, dankeschön. Ah, da gibt's echt wenig. This is a Chinese dinner. Ah ja, the Science Read Today Special is a Mabu Tofu Combo. Tofu, Hot, Ultra Hot. Ah, das ist wieder was für Courage, okay. Erstmal noch nicht, wir können aber unsere Courage nicht steigern. Food is freshly made and taste. What do you want to buy? So, hier kann ich die Steak-Sachen kaufen, aber ich weiß nicht, was das bringt. Aha. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Mailbox, da ist nichts drin. Hier war doch was, ne? Solange mir schnell Drinks vor. Die sind auf jeden Fall. Die geben immer 5. Aber das sind halt 5. Und dann muss ich immer hier jedes einzeln. Dass ich nicht mehrere kaufen kann, nervt. You want a prize? You want another drink from the roulette machine? Which one will you pick? Wow. Oh, schon wieder. You want another drink from... Which one will you pick? The roulette has ended. Hey, schon wieder. Geil. All the drinks are sold out. Okay, mehr kann ich nicht kaufen. Mehr Sachen kann ich nicht kaufen, um meine Skills aufzuwerten. So, jetzt würde ich eher, glaube ich, mal kurz... brauche ich Geld noch? Wahrscheinlich brauche ich schon mal Geld. Assistant Daycare Caretaker, Workdays. Oh, Montag darf ich das zum Beispiel. Understanding required. Take this job, yes. Heute kann ich es machen. Taking the Assistant Daycare Caretaker job. Take the bus in the shopping district to the hill overlooking town if it's not raining on Monday, Friday or Saturday. Which one do you want to read? Okay, wir müssen den Bus nehmen jetzt. Müssen wir dafür auch wieder bezahlen? Bus, we can work at the daycare center today. Take the bus to the hill overlooking town from daycare. Yes. Decided to go to the daycare center. Ein bisschen Minispiel.
You were introduced to the children as an assistant caretaker. The children are extremely interested in you. Mister, do you have a girlfriend? Don't ask him that, you creep. Let's play tag, Mister. You are it. Okay, jetzt muss ich die Kinder fangen. You survive the children chugging you in every direction. Your understanding has increased. There's one boy remaining. It seems his guardian hasn't come to pick him up. How are things, Ben-kun? Has everyone been picked up? Nope. Looks like Yuta-kun is still here. It's always like this though. Oh, Yuta-kun. I'm sorry I'm late. Whatever. Oh, dem geht's nicht so gut, glaube ich. Are you one of the supervisors? I see. Thanks for taking care of him. I'm sure Yuta-kun will cause you trouble again, but please take care of him. Okay. Yuta Minami. He's full of energy during his play session, maybe too much energy, but once she arrives, he's a totally different kid. She's his stepmother, so I guess it can't be helped. Yuta-kun's father got remarried to that woman you just met. I hear she's from the city, I really don't know what she's thinking. Perhaps that's why Yuta-kun is a troublemaker at school too. The other day the caretaker continues gossiping. You finished your job at helping the daycare center and went home. You earned 4000 yen from your daycare job. Ja, sehr gut. Kann man halt nicht jeden Tag machen, ne? Welcome home. Aber wir haben 4000 Yen mal eben verdient. Blöd ist, du bist nicht, ich weiß nicht, wie ich... Jetzt habe ich halt ein bisschen Medizin gekauft und so. You open the fridge. There's white miso. You think that this used to be red miso, though? There's a package of red miso, but it is far past the expiration date. Eat it? Nee. Nee, danke. Nee, danke. Wir lassen einfach Vision and change the chance of forecast. Müssen halt dann schon morgen gehen, ne? Langsam ist nämlich knapp. Mit der Zeit. Hey, it's Yusuke. Do you want to go inside the TV tomorrow? I know you have other stuff to do, but think about exploring too. Yusuke hung up. Ja, will ich. You thought about exploring the TV world. Das ist schon der Hinweis. Hey, es wird Zeit. Du solltest dich langsam mal beeilen, da hinzukommen. So. Do you want to study? Yes, let's do the. You decided to study. Knowledge has increased. Ah, aber nur noch einmal, nicht mehr zweifach. Oder ist es lucky, ob es zweifach oder einfach ist. Dienstag. Morgen. Morning! Looks like it's finally gonna start raining for real tonight. I've never been so worried about the weather. I can't sleep at night, I feel like I'm getting a weather complex. Are you alright? We're going to save her. Yeah, I know, let's hurry as all. Morning. What the fuck bist du? I've heard there's a mysterious animal dwelling in the shopping district area. Supposedly it knows how to search the change dispenser. Hallihallo Chris. Change dispenser of the vending machine. How amazing is that? Even animals can learn the value of money. I guess I have to keep my wallet more secure from now on. Students at your age, you might not understand, but money is very important. You can't do anything without it. And you know, smarts don't guarantee wealth. Anyways, I guess I should do what they pay me for and lecture you. Let's see, we left off talking about the properties of whole numbers. Well, Miss Satonaka, tell me which of these don't exist. Which one was it? Da ist wie ein das 19,99 € Puppen, die man in Shops bekommt, die erst um 18 Uhr öffnen. Was? Meinst du das Spiel? Achso, die Frau.
Weiß ich nicht, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig aus. Do you know, Ben? I don't think I've heard of any of these. Als welche Nummer existieren nicht? Social Numbers? Was sind denn Bethrothered Numbers? Moment, was? Betrothered. Betrothed. Das meinte ich. Verlobt. Verlobtheitsnummern. Moment. Heiratsnummern, Verlobtheitsnummern, Sozialnummern, Amikabel. Freundliche Nummern. Freundschaftsnummern. Oder soll man dann sagen, die freundlichen Nummern? Oh, that one? I can hear you, Mr. Otunga. And it's wrong, you haven't changed. Marriage numbers are the ones that... Hä? Als ob es... Also nach meiner Logik. Wenn es Verlobtheitsnummern gibt, muss es auch... Heiratsnummern geben. What? Was soll denn... Hä? Was sollen denn die davor sein? Was sollen Betrothered Numbers sein? Eventuell ist es auf Mathematik bezogen, wahrscheinlich, aber das habe ich noch nie gehört und ich bin ja eigentlich jetzt nicht so unbewandert in Mathematik, war ich immer der Meinung. Betrothered Numbers gibt's halt wirklich. Or quasi amicable numbers are two positive integers such that the sum of the proper divisor. Oh Gott! Oh Gott! Of either number is one more than the value of the other number. Oh Gott! Alter! Yo, japanische Schulen. Also wenn das wirklich in japanischen Schulen vorkommt, dann eine gute Nacht. Holy shit. Und dann sind die Heiratsnummern nicht die, die existieren. Aber die Verlobtheitsnummern existieren. Ey, Mathematiker, ihr seid so doof. Amicable numbers, betrothed numbers and social numbers all exist as types of numbers. However, marriage numbers don't exist. Though amicable, betrothed and social numbers exist. Deep, huh? Anyways, let's move on. This is the... Mersen Prime, it's really quiet. Did she mean when she said I haven't changed? You embarrassed she, you should apologize to her later. Alter. Also ernsthaft jetzt mal, das ist... The fuck? Yo, Ben! You know, we've got practice today, right? You better be there, man. See you later. Maybe you should show up at basketball practice after school. Ach, shit, man. Ich hab noch einen Tag, aber... Nur noch einen Tag. Ich hab doch keine Zeit. Ach, kacke. Aber ich will eigentlich zu meinem... Moment. Was ist denn hier? Yo! You're going to practice, right? Since you have Sandman, a person on a string, you might get along well. You feel relationship with Ku is becoming... You will attend basketball practice today. Go to practice. Okay, sollten wir noch das Level 3, glaube ich, kriegen für den Social Link. Borschgebuhl. You attend basketball practice. Your diligence has increased. Alright. The ball has been polished, the floor has been mopped. Let's grab some grub. I'm down for some ayah. How do you always pop up when we start talking about food? Alright, let's get changed, then head over to ayah. Whoa! Oh damn, I forgot, I can't! What? What are you arguing with yourself about? Sorry, I just remembered some personal stuff I gotta take care of. You two go on ahead, sorry guys. Okay, dann wohl mit Daisuke nur. Today is the day he goes before the almighty house of Ichijo. Well, I guess it wouldn't hurt if I told you. In fact, I could use your help. Okay? Daisuke looks serious. Haus des Juckens? Das ist gerade nachgegoogelt, was das Haus heißen soll. You head to Aya to listen to what Daisuke has to say.
Central Shopping District, Chinese Dinner, ja. Ah ja. About Ku. The Suga slowly begins to open up. I don't really like talking behind his back like this, but I want you to help him out. What do you mean? Just tell me how. Thanks, man. Yeah, thanks. The Suga nods somberly. It's about Ku's family. He lives by himself, but his parents' place is like right next door. Once a week or so, he drops by there like he did today. His family is, what the word I'm looking for, distinguished? Very traditional, very strict. You'd never know just by looking at them, though. Okay. The head of the Ichijo family... Ach so. Ichijo. Deswegen ist Juckens. Ach, Chris. The head of the Ichijo family is Ku's grandma. They follow her orders like she's the law. Problem is, the old crone doesn't approve of him playing basketball. She calls it barbaric. But just a sport. Hmm. Well, according to her, there are sports that are proper and those that aren't. Azuka signs. He's been forced to quit a lot of things since he was a kid. But not basketball, he can't give this up. So I want you to help him out. Easier said than done. Just showing up to practice makes a world of difference. He gets really happy when you do. So if you don't mind, I want you to come to practice every chance you get. Oh, fuck! Dazuka is pleading with you. Oh, I'm glad I can rely on you. You sense Dazuka's trust in you. After worrying about Ku with him, you feel your relationship with the pair has grown deeper. Level up! Level 3, Social Rank, Fellow Athletes. Fellow Athlete Social Link has reached level 3. Your power to create persons of the strength account has grown. This one's on me, so eat up, man. I used up my allowance. Hey, how about some Zatkai? Those are good. We talked with Azuka for a while about school. You decided to go home after saying goodbye. Jetzt muss ich zu jedem Training von Basketball gehen. Welcome home. Ob ich will oder nicht. Ja, das kann ja katastrophal werden. Das kann ja katastrophal werden. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, nochmal was essen. Oh, es regnet. Shopping District. Stimmt. Oh, fuck. Wir müssen es wirklich morgen machen. Es fing jetzt schon an zu regnen. Er hat noch offen? War ich noch abends drin? Oh, will you look at the time? I was so passionate about my art, I lost track of the world around me. You came at the right time, dammit. I make an exception and give you a discount tonight. Boom! Wir könnten fettere Waffen kaufen. Let's go! Dicke Waffen für Chi. Die anderen verkaufen wir wieder. Bei Accessories. Ja gut, da kann man jetzt kein Geld für. Okay, wenn wir hier abends hingehen, kriegen wir also günstigere Sachen. Hier habe ich immer noch keine Edelsteine für sie. Oh, hier ist zu. Due to the popularity of the rainy day mega beef bowl, we have run out of ingredients. Team wir close. Oh, diesmal können sie nicht abends aufmachen. Das ist ja gemein. Einem regnerischen Abend ist ja deutlich weniger los. Darf ich hier inzwischen raufgehen? Wahrscheinlich auch nicht nachts, ne? Auch immer noch mehr Mut. Sagen wir es halt in Deep, to feel run down the spine, reliable. Ich hab keinen Courage, der reliable ist, also darf ich immer noch nicht dahin. Du sagst mir wahrscheinlich, wie das hier Geister gibt, wa? Ja. Sagt der Opi mir immer. Next week gibt's hier neue Drinks.
hier an der Riverbank was? Der Hund dürfte jetzt eigentlich nicht mehr da sein. Ah, guck mal. Er hat die doch gebuddelt. Was hat der Hund gemacht? Der Hundi-Hund. Ist halt nix. Und angeln kann ich immer noch nicht. Hm. Dann gehen wir halt back home. Ich habe halt die Tomaten aufgebraucht, die ich eigentlich gekauft habe und hier anpflanzen wollte. Ich glaube, ich muss halt wirklich irgendwie was hinkriegen, was ich anpflanzen kann, sonst wird es problematisch. Wie ist Wetterforecast? Regen, Regen. Oh. Muss es morgen halt wirklich machen. Sonst stirbt die, glaube ich, sonst habe ich verloren. Wir sollten den Midnight Channel gucken. It's clearly Yukiko. Hm. Dann pennen wir halt mal früh.